Willkommen zurück, Miitopia, Zwergenfürst, neuer Part, los geht's, Team aus mit Jupja, mit Finne und Sarah. Okay, den oberen Weg hier, den gehen wir noch nicht, wir gehen erstmal hier entlang, die Truhe, die müssen wir uns abholen. Ich mache mal ein bisschen Beschleunigung hier, damit es nicht langweilt. Oha, ein paar Bilder. Mannsbild und Weibsbild. Oha. Weibsbild, also nicht Weißbild, so wie ich es im letzten Part gesagt habe. War doch der letzte Part, oder? Kann ich mich recht entsinnen? Entsinne ich mich recht, dass das Weibs, dass ich Weißbild gesagt habe. Und sah halt so aus. Zerschmettert. 300 haben wir geschafft. Dann gibt es wohl einen neuen Bonus, wie es aussieht. Hau rein! Sie gewährt für eine kleine Speise zur Verköstigung. So wird er wieder geheilt. Dann ist alles klar, was sie nicht in die Ruhezone versetzen. Und zack! Naja, meine Hühner sind auch ziemlich schwach. Bin ich auch erst Level 3. Wir haben unser Team verloren und unsere Kräfte hier. Es ist ein bisschen schade drum. Aber meine starken Hiebe muss ich vermissen jetzt. Level 4. Dafür bin ich schon Level 4. Wir waren, glaube ich, welches Level war ich? Bestimmt schon Level 12 oder so. Bonus Erfahrungspunkte kriegt Finne heute. Heute kriegst du mal Finne. Level 4. Level für Finne. Fehlt nur noch die Sarah. Die braucht auch noch ein bisschen, um Level 4 zu bekommen. Aber egal, das kriegt sie schon noch. Bin ein bisschen aus der Puste, sagt sie. Na dann. Oh, du Schreck. Ich habe im Gasthaus das was vergessen. Was denn? Mein Tagebuch. Ich wusste gar nicht, dass du Tagebuch führst. Und ich bin dein Bruder. Doch klar, das habe ich schon seit langem. Es sieht noch aus wie neu, ist sogar noch in Folie eingewickelt. Heißt das, du hast noch gar nichts angeschrieben? Natürlich nicht, das schöne Buch. Dann gehen wir einfach weiter. Ein Tagebuch, wo nichts drin steht. Die schöne Folie. Naja. Wenn's was bringt. Oha. Dreierpactus A, Dreierpactus B, Dreierpactus C und Dreierpactus D. Alphabetisch nummeriert. Nummeriert natürlich. Geordnet. Alphabetisch geordnet. Und Nummer A haben wir besiegt. C greift an, D greift auch an. Finn ist am Boden. Hält sich selbst. Ist gut, dann müssen wir ihn nicht heilen. Müssen wir sich nicht kümmern. So, wir können es schaffen. Ich werde wohl etwas müde. Nicht müde werden, Zwergi. Du hast den Part auch gerade erst begonnen. Los geht's. Verträumt. Von mir aus kannst du verträumt sein. Hauptsache, du besiegst einen. Superb. Im nächsten Hotel, im nächsten Gasthaus kriegen wir hier die Verstärkung. Holen wir uns die ein. So, Attacke. Denke ich zumindest. Oder sind die uns erhalten geblieben? Oder sind die wieder normal? Ich denke, die sind uns erhalten geblieben. Zwänge und Kovan, sie kriegt so viel dazu. Level 4 für Sarah. Perfekt. Heißer Hau gelernt. Gib einem Gegner mit glühend heißer Pfanne Saures. Ui, Kaktussaft und Kaktussaft. Ach so, Kaktussaft, Stern und Kaktussaft. Okay, weiter geht's. Ich renne mal wieder ein bisschen. Wir wollen ja auch noch einen anderen Weg nehmen. Da ist die Schatztruhe. Öffnen wir sie. Hurra! Banshee-Tränen. Sternchen. Mit Sternchen. Gasthaus. Perfekt. Ich will meine HP-Vergrößerung. HP-Steuervergrößerung. Du hast jetzt 300 Leute gerettet.
Die Macht des Host vergrößert meinen HP-Steuer. Ist leider immer dasselbe. Müssen wir nicht nochmal vorlesen. Von 45 auf 50 vergrößert. Oder von 20 auf 25, keine Ahnung. Bei Aufenthalt in der Ruhezone erhöhst du dich jetzt schneller. Ah, das ist auch gut. Ja, ich bringe die Hoffnung nach Metopia zurück. Besiege schreckliche Monster. Nächster Bonus bei 350, ist klar. Uha, ist das ein neues Teammitglied? Oh, da will sich mir jemand anschließen. Das freut mich doch sehr. Na, wen haben wir da? Uha! Wer ist denn das? Kriegerin Annelie! Uha! Die beste Schauspielerin auf Miitopia, oder was? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Annelie. Du bist Zwergi, stimmt's? Exakt. Fantastisch! Endlich lernen wir uns kennen. Naja, wir kennen uns schon irgendwie vom Dreh von Viva la Waldorf zum Beispiel. Könnte sein. Annie hat sich dir angeschlossen. Ich traure meinem Team noch ein bisschen nach, deshalb bleibe ich vorerst allein. Eine Gabel kaufe ich mir. Kann ich jetzt die Leute mit einer Gabel in den Popo stechen? Das ist eine Ulti-Attacke. Popo-Stecher. Oh. Ein neues Katzen-Outfit. Punkt des Katzen-Suite. Okay. Auch du sollst bekommen ein Rüschen-Uniform. Naja, ne, Spielbanane muss jetzt nicht sein. Stärkung muss auch sein für das Team. So, wurde mal gefüttert. Weiter geht's. Gehen wir noch den anderen Weg. Abmarsch. Rennen hält fit. Du sagst das, Fenne. Den anderen Weg. Den dort. Auf geht's. Diesmal müssen wir nicht rennen. Ist nicht so dringend. Das ist die richtige Einstellung. Mein Mii sagt das. Protagonistin meines ein Jahr langen Projekts. Viva la Waldorf. Na dann, Fenne, hilf mal. Hey, alles okay? Dankeschön. Zwei ist ihm dankbar. Schön, schön. Die ist jetzt auch mit dabei. Protagonistin. Und Schauspielerin. Beste und einzige Schauspielerin im Lande. Ja. Das macht schon was her. Wenn du der Einzige bist. Und einzige Krieger ist er. Ja, aktuell ist er einzige Krieger. Ich bin Teufelchen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch noch Krieger, deshalb ist er die zweite Kriegerin hier im Bunde, aber aktuell ist er das einzige. Ja. Das einzige kämpfende Kriegerherz. So besiegt. Ordentlich. Schon wieder ein Team vollständig. Ich werde mich aber nicht so sehr gewöhnen. Level up für Annelie. Weil ich will mein altes Team wieder haben. Bonus natürlich für Annelie hier. Ja. Die muss auch neue Level kriegen. Die muss ja irgendwann aufgelevelt werden auf unser Level. Ja, auf unser Niveau. Du hast ein Gasthaus gefunden. Was schon wieder? So schnell hier Gasthäuser. Das war anfangs nicht der Fall. Oh, neue Beziehung zwischen meiner Schwester und Finne. Okay, richtige Bekannte. Das klingt so, wo man es genau genommen nimmt, ein bisschen, ja. Die ganze Zeit vor meiner Nase, ich weiß nicht, was los ist. Aber Finne kommt nicht in dein Zimmer. Machen wir das mal so, so geht das. Die vier Räume da oben, die bleiben frei für mein Team. Na denn, Dialog zwischen mir und Finne. Lalalala. Zwergi macht's auch mal. Fantastische Arbeitsmoral.
Nächste Beziehungslevel. Buah. Flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. Ist doch was, dass wir jetzt zusammengezogen sind, dann ist doch jetzt mal ein bisschen. Kann auch ein bisschen Freundschaft entstehen. Hier im Team. Auch in neue Teams muss man sich nämlich anpassen und einfügen. Irgendwann kommt ja immer die Zeit, dass ein Team verloren geht. Aua. Uff. Na toll. Packen Sie sich beide hin. Na toll. Das ist ja spitze. Beziehungslevel steigend. Meine Füße tun weh. Okay. Ach, Annelie, schon wieder. Ist doch gerade erst angefangen, der Tag hier. Dann mal frecher Piekser auf wen? Auf B, der hat so eine ulkige Lippe. Und deshalb muss der jetzt sterben. Wenn du eine ulkige Lippe hast, musst du sterben. Genau das. Übler Rassismus, wie ich finde. Aber egal. Krallenwitz. Dann wetzt sich nur die Krallen. Okay. Wie ich immer zu sagen pflege, wenn es was bringt, soll das machen. Oh, das war gut von Annelie. Ja. Anzugreifen. Oha, finde es stark geschädigt. Und so als Katze, da hast du nicht so viel Attackenfunktionen. So, der Nummer A hat eine ulkige Nase, der wird jetzt abgepiekst. Wird abgestochen. Zack. Diskrimination. Diskriminierung. Für eine Art saubere Nägel. Das freut mich ordentlich, aber würde mich noch mehr freuen, wenn du mal mitkämpfen würdest. Hau rein. Auch als Kater kannst du mal ein bisschen was im Kampf leisten. Ein Kinderspiel. Zwei und Kovan siegreich, wird immer der Beste im Kampf angezeigt. Oh, Level 5 schon für mich. Ich überhole hier alle. Hurra! Und weiter geht's. Jetzt eine Tasse Tee. Von der Murmel mit vor sich hin. Der macht nur. Oh, großerweise Gong. Na nun, was machst du denn hier? Ein Lampengeist will das Königreich zerstören. Also, ist das Siegel gebrochen? Das sind sehr schlechte Nachrichten. Moment, was ist denn das für eine Lampe? Du meinst die hier? Ja, die meint er wahrscheinlich. Kaum zu glauben, das ist genau die, die ich suche. Damit kann man den Bösewicht einschließen. Ist auch gar nicht schwer. Man muss nur die Lampe hochhalten und den Bandspruch aufsagen. Bandspruch? Den Namen des Lampengeist. Man muss ihn nur immer und immer wieder wiederholen. Dreimal vor einem Spiegel. Dann passt das schon. Den Namen des Geistes wiederholen. Dreimal vorm Spiegel, ja. Okay. Ganz genau, das schaffst du. Na denn. Auf geht's. Dann mal ran an den Speck. Ist das wahr? Ob wir den Lampengeist wirklich wieder einschließen können? Als Bandspruch musste man doch nur mehrmals seinen Namen aufsagen vor einem Spiegel, oder? Also sagen wir einfach immer wieder, wie ist er eigentlich? Oh, ach, der fällt uns bestimmt wieder ein. Sag mal überhaupt, wie sein Namen überhaupt, haben wir den Namen überhaupt schon mal gehört? Wahrscheinlich haben wir das noch nicht. Wenn wir ihn dreimal vor einem Spiegel sagen müssen, dann sollten wir schon mal gehört haben. Ja, Das Haus. Du hast Level 5 mit der Klasse Unhold erreicht. Na denn. Was gibt's zu plaudern? Wir sollten ein paar Finkenzimmerregeln festlegen. Das sollten wir. Wir sollten das Zimmer stets aufräumen. Auf jeden Fall. Wir sollten das Mobiliar nicht zertrümmern. Wie kämen wir dazu? Wir sollten im Zimmer keine Bomben zünden. Ich meine doch, das sollten wir.
zumindest Bomben sollten wir zünden dürfen, oder? Also, dass wir das Material, das Zimmermaterial nicht zerstören sollten, zertrümmern sollten, das ist ja klar, das Mobiliar soll ganz bleiben, aber eine Bombe im Zimmer zünden, das, komm. Also, ist doch Mindeste. Ist doch das Mindeste, was wir machen können. Warnen gelernt. Kämen wir denn hin, wenn wir keine Bomben mehr in unseren Zimmern zünden dürften? Manometer. Das gibt's doch nicht. Eine Antiaftpfanne. Soll sie haben. Annelie kriegt ihre Banane. Holt sich eine. Eine HP-Banane wurde gekauft, wenn du glücklich bist. Ja, das ist bestimmt auch ganz stylisch. Freizeit-Katzen-Suite gekauft. Okay. Wusste nicht seit wann. Wusste nicht, dass Katzen ihrer Freizeit Lederhosen tragen, Latzhosen tragen. Eine Lederhose ist nicht, aber eine Latzhose. Aber gut, wenn das so ist. Na denn. Höhlenlabyrinth. Da sind wir angekommen. Ab Marsch in die Höhle. Und dann mal ran an den Speck. Freut mich, das zu hören. Komplett random. Wow, das Echo hier ist echt heftig. Allerdings, ich zucke schon beim kleinsten Laut vor Schreck zusammen. Wirklich? Tja, was passiert dann wohl, wenn ich... Oh! Wenn du was? Nichts. Hast du etwa versucht, mich zu erschrecken? Ach je, die Dialoge. Ein Armutszeugnis dieses Spiels. Sind wir angekommen? Nee. Eine Kreuzung. Na, das ist ein Labyrinth. Da sollten wir beides überlegen, welche Richtung wir die Kreuzung einschlagen. Diese hier. Ich sprint mal ein bisschen, schaden kann es nicht. Oha, Kobalt A, Kobalt B, Kobalt C und roter Kobalt. Okay, kein Kobalt D. Vorhanden. Oha, was passiert hier? Zorn geweckt. Okay, okay, okay. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Unser Team Auswahl unmöglich. Soll ich euch mal in die Ruhezone verfrachten einzeln? Deswegen ruht sich aus. Zorn verflogen. Das ist gut. Jetzt freut mich zu sehen. Wir werden siegen. Wir können es schaffen. Huh. Zack. Auf die Rübe. Oha, ein Lee wurde angegriffen. Zone verflogen. Dann setzen wir sie mal in die Ruhezone. Ist immerhin noch Level 3. Ich greife mal an, verträumt. Naja. Greif den Roten an, das bringt's. Ist doch eigentlich viel besser. So. Auf die Rübe. So, Annelie wieder in den Kampf. Ruck. Wir kriegen das schon hin. Roter Kobalt leckt Annelie. Oha. Mich auch. Finn auch. Und Sarah bleibt verschont. Finn ab in die Ruhezone. Naja, ich kann nicht einsetzen. So ein Mist. Knurr. Wir knurren hier wild umher. Was mache ich? Ich setze trotzdem Attacken ein. Scheinbar rein, das unseren Kampf nicht abzuhalten. Finde ruht sich aus. Ist wieder verflogen der Zorn. Okay. Ich setze mal Annelie in die Ruhezone. Ich meine, ich komme zurecht. Okay, ist von selbst verflogen. Das ist auch in Ordnung. Und wenn das so geht, dann ist ja auch in Ordnung. Wir schaffen es. Ich mach mal den frechen Piekser auf Kobold Nummer B. Und zack.
Dann hätten wir es doch schon so geschafft. Nicht übel. Dann mal weiter hier auf der Himmelsleiter. Level up für Finne. Level up für Nali. Und hurra, Kobaltschinken. Ein frisches Team hier. Kein Gasthaus. Oha. Hier. Vielleicht bringt er mich weiter. Eine Truhe. Öffnen wir sie. Ein bisschen Geld ist drin. Ein bisschen Gold. Wir brauchen es, das Gold. Um unser Team zu versorgen. Schaden kann es zumindest nicht. Ich brauche was zu futtern. Hoffen wir, das war gleich. Wird wohl hier nichts im Labyrinth. Nachtmauerturm, da waren einige Gasthäuser, aber hier im Labyrinth ist natürlich keins. Macht Sinn. Dann pieksen wir mal die Schlangen, bis sie tot sind. Zack. Und die greift auch ordentlich an. Sarah musste ich mal in die Ruhezone verfrachten. Genau deshalb. Darfst du mal mit Finde tauschen. So, ruht sich wieder aus. Das geht jetzt immer schneller. Auch Annelie darf mal ausruhen. Frecher Piekser jetzt auf die andere Schlange. Ich stech dich auf und ess dich zum Mittag. Sah die Gold schon. Die brutzelt schon. Die eine Schlange hier. So, ich werde wohl etwas müde. Finne wetzt seine Krallen. Kobold snackt Finne. Alles klar. Dann greife ich mal auf den roten Kobold an. Der hat noch nichts. Der bekommt noch was. Zack. Ordentlich. Aktiviert und mein MP wieder geheilt. Schwunghieb. So, Konzentration. Team. Sarah brutzelt was. Macht den Kobold fertig. Frecher Piekser auf. Ja, passt. Auf geht's. Mach es alle. Zack. Und zack, die Dust haben wir ihn besiegt. 319 haben wir schon. Finde es dran. Wetz, wetz. Setz doch mal was an. Setz doch mal was ein. Dankeschön, Finde. Hast du im Zorn auch was geschafft? Akku der Kamera. Viel aus. Was soll es? Gasthaus gefunden. Das ist ja gut. Meierschaft. Können wir mal ruhen. Du hast 30 unterschiedliche Arten von Monstern in Miltopia besiegt. 30 schon. Du hast Level 5 in der Klasse Koch erreicht. Kam mir deutlich mehr Monster vor. Du hast Level 5 mit der Klasse Katze erreicht. Viele Medaillen. Dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Jo, sie sagen es. Achso, ich will ins Zimmer von Zwergi gehen. Ich dachte, die wollen nach Hause. Nee, das machen wir im nächsten Part. Bis dahin. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl. Haut drinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.